Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, Herz, Seele, Ball-Freunde. Lasst mich auch einen Wetterbericht machen. Viele sprechen heute über das Wetter und das natürlich im negativen Sinne. In Süddeutschland wird es auch schon gefährlich, wie ich gehört habe. Bis Montag soll es da durchregnen. Das war eigentlich für hier auch angekündigt, aber es war weitgehend ein sonniger Tag. Regen habe ich hier nicht registriert, aber morgen soll es auch hier regnen. Also es ist unglaublich, wie uns das Wetter beeinflusst und welche Gedanken man sich heutzutage auch immer wieder darüber macht. Auch natürlich durch die mediale Aufmerksamkeit, die das Wetter bekommt. So nach dem Motto, es könnte gefährlich werden. Wir werden sehr, sehr viel mehr gewarnt als früher. Grundsätzlich finde ich das gut und richtig. So, das war mal ein ganz anderer Einstieg wieder hier bei Herz, Seele, Ball. Jetzt schauen wir mal auf das, was am Samstag passiert. Und ich habe es heute wieder gehört im ZDF. Das Spiel würde stattfinden im altehrwürdigen Wembley Stadion. Nein, das ist nagelneu, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem altehrwürdigen Wembley Stadion. Was alt und ehrwürdig ist, ist der Name, das ist aber auch alles. Und sie sind alle eingetroffen in London, der übliche große Bahnhof. Ein paar haben protestiert gegen Rheinmetall, als die Borussia ankam, aber nur ein paar. Real Madrid gefeiert, Toni Kroos sehr zuversichtlich und jetzt kommt die, ich weiß es nicht, ob es so ist, schlechte Nachricht für Toni Kroos. Nils Kaaben ist auch für das ZDF wieder im Einsatz. Das war der Kollege, den ich sehr, sehr schätze, der im letzten Jahr Toni Kroos ja überfallen hat, so nach dem Motto, nach dem Gewinn der Champions League mit kritischen Sätzen und erst im zweiten Atemzug hat er dann gratuliert. Das wird dem Nils nicht mehr passieren. Aber vielleicht gewinnt ja auch Real Madrid nicht. Ich habe heute irgendwo im Fernsehen einen Radiomoderator gesehen. Also der war zu Gast in der Sendung Volle Kanne. Und der wurde dann vom Moderator gefragt, weil sich dieser Junge für Fußball interessierte, wie hoch ist denn die Chance, dass Borussia Dortmund gewinnt? Und er sagte so ganz trocken, 28%. Der Kollege, der das Interview führte, man merkte das, interessiert sich überhaupt nicht für Fußball, weil er hat überhaupt nicht nachgefragt und darauf reagiert. Wieso denn ausgerechnet 28%? Das wäre ja eine berechtigte Frage gewesen. Aber die kam nicht. Naja. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Um 19.25 Uhr geht das los. Am Samstagabend im ZDF. 1:35 Vorberichterstattung. Das war früher auch anders. Da hat man auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern so eine Viertelstunde vorher angefangen und dann ging es los. Aber jetzt 1,5 Stunden Vorberichte. Ich finde das immer ganz gut. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahrzehnten mal in London im altehrwürdigen Wembley-Stadion war, um das Pokalendspiel zu übertragen. Und die BBC, die damals noch die Rechte hielt, die übertrugen den ganzen Tag von morgens um 10 an bis zum Beginn des Spiels. Alles Mögliche, wie die Busse durch die Stadt gefahren sind, wie die Fans ankamen, wo die Fans gegessen haben, die letzten Informationen. Mir gefiel das eigentlich ganz gut. Heute bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, dass es zu viel ist, aber das war damals für mich eine völlig neue Erfahrung und ich fand es, wie gesagt, sehr gut. Herr Watzke hat eine Transferoffensive angekündigt. Ja, die Wortwahl. Die Wortwahl. Na, was werden Sie denn alles einkaufen? Jetzt, mit dem zusätzlichen Geld, können Sie ja auch in die Offensive gehen. Ein Freund von mir, ein glühender Verehrer von Borussia Dortmund seit vielen, vielen Jahrzehnten, hat mir heute geschrieben, dass er einfach nur traurig sei. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Irgendwie missfällt es mir, dass Fußball und die Waffenindustrie irgendwie zusammenarbeiten. Mir gefällt es nicht, um es nochmal zu sagen. Ja, aber ich kann es nicht verhindern. Wir werden sehen, wie auf Dauer das ausgehen wird, wie die Menschen darauf reagieren. Vielleicht ist es ja auch bald vergessen und da hängt dann im Stadion diese Bandenwerbung, weiß nicht, was da draufstehen wird. Leute, kauft mehr Panzer, eure Rheinmetall und dann werden wir uns daran gewöhnt haben. Oder auch nicht. Oh, ich kriege gerade Besuch, habt ihr es gesehen? Aber der Besuch ist schon wieder weggeflogen. War das die Friedenstaube? Schön wär's. Herz, Seele, Ball. Morgen nach dem Endspiel. Und ach ja, das wollte ich noch stolz erzählen. Ich habe tatsächlich noch einen EM-Job bekommen. Täglich werde ich auf, wo sonst,
Brillux-Radio 2-3 Minuten lang das Geschehen der Europameisterschaft einordnen. Auf meine Art und Weise. Brillux-Radio, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Während der Europameisterschaft täglich. Ich freue mich drauf, um ehrlich zu sein. Brillux hören und Uli damit auch in Kauf nehmen. In diesem Sinne, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.